Der folgende Film entstand in Indonesien, auf der Insel Java. Dampfloks ziehen die beladenen Wagen von den Feldern in die Zuckerrohrmühlen. Auf den mobilen Feldgleisen sind Wasserbüffel im Einsatz. Weiterhin sehen wir drei verschiedene Dampfloks deutscher Hersteller vor Personen- und Güterzügen. Zum Schluss besteigen wir den aktiven Vulkan Bromo. Auf Java gibt es 38 Vulkane. Einige davon sind aktiv. Java liegt zwischen dem 6. und 9. Breitengrad südlich des Äquators und gehört zu Indonesien. Auf Java leben mehr als 1000 Menschen pro Quadratkilometer. Der Film beginnt in Surabaya. Der Hafen. In Chinatown von Surabaya. Der Bahnhof Gubeng. Lebhafter Reiseverkehr. Inlandsflug von Surabaya nach Semarang. Dann 15 Tage unterwegs im gecharterten Bus. Wir sehen viele Dampfzüge auf Spurweiten von 600 bis 750 mm für Zuckerrohrmühlen. Weiter zwei Dampfzüge und eine Waldbahn auf Kapspur, den Borobudur-Tempel und den Vulkan Bromo. Heimflüge ab Surabaya. Auf dem Weg zur ersten Zuckermühle. Sumbahadra ist die erste Zuckermühle, die wir besuchen. Lok, Baujahr 1924. Spurweite 700 mm. Thank you.
eine echte Handweiche. Das Zuckerrohr wird geerntet und meist per LKW angeliefert und auf Bahnwagen umgeladen. Dadurch entsteht ein gewisser Puffervorrat für die Mühle. Die Mühle Panka, Spurweite 600 mm. Zuckerrohr ist anspruchslos und gedeiht bei 20 bis 30 Grad Celsius. Ist es kälter, verlangsamt sich das Wachstum. Unter 15 Grad wächst die Pflanze nicht mehr. Der Wasserbedarf ist hoch. Die Anpflanzung erfolgt über Stecklinge. Die Ernte kann 9 bis 24 Monate nach dem Auspflanzen erfolgen. Die Halme werden direkt über dem Boden abgeschnitten. Die Halmstümpfe schlagen wieder aus und nach weiteren 12 Monaten kann die nächste Ernte geschnitten werden. Die Pflanze kann bis zu 20 Jahre alt werden. Zurückdrücken der Wagen zum Entladen in der Mühle. Wir gehen in die Mühle und schauen uns die Produktion an. Durch Pressen des Zuckerrohrs wird Zuckersaft gewonnen, der durch Kristallisation und Raffination zu Rohrzucker verarbeitet wird. Vor der ersten Presse.
nach der ersten Presse. So sehen die Walzen der hintereinander liegenden Pressen aus. Jede Pressenstufe hat eine eigene Dampfmaschine. Als Nebenprodukt bleibt der faserige Anteil, die Bagasse, zurück. Diese kann als Festbrennstoff oder als Zusatz zu Viehfutter oder in der Zellstoffindustrie genutzt werden. Der Zuckersaft. Zuckerrohrsaft wird auch zur Herstellung von Getränken, Spirituosen und Biokraftstoffen verwendet. Nicht zuckerhaltige Pflanzenteile werden geschreddert und mit anderen Materialien wie Holz und Bagasse verheizt und Dampf für den Betrieb erzeugt. Der Zucker wird verpackt. Zwei Loks stehen bereit für Nachtaufnahmen mit Scheinwerfern. Die Zuckermühle Sragi. Lok Nummer 7, geliefert vom Berliner Maschinenbau 1928, Spurweite 600 mm. Wir werden fotografiert. Okay. Inzwischen wurde die Lok gedreht. Museum und Depot von Ambavara. Die Kappspur ist heute als Normalspur weit verbreitet im südlichen Afrika, in Japan, Taiwan
und Indonesien. Diese Spurweite ist 3,5 Fuß oder 42 Zoll. Das entspricht 1067 mm. Wir fahren mit einem Charterzug von Ambarawa nach Tuntang. Lok ist die preußische P4-2 von Hanomag auf Kap Fur. Baujahr 1902. Auf Java leben 140 Millionen Menschen. Davon sind 91% Muslime. Der Bedarf an Reis wird selbst erzeugt. Borobudur, die größte buddhistische Tempelanlage der Welt. Eine neunstöckige Stufenpyramide, erbaut von 750 bis 850. Bahnhof Surakarta Purwosari. Gleich fährt ein Schnellzug durch. Kereta api Lodaya berjalan langsung lewat jalur nomor 3.
Wir fahren mit einem Charterzug quer durch die Stadt in den Ortsteil Surakarta, Kota. Schulkleidung ist üblich. Der Endbahnhof. Neben dem Bahnhof schlachtet man Hühner. Ein Markt. Er schärft einem seiner Kampfhähne die Krallen. Die Zuckermühle Tasik Madu. Hier fährt die fünffach gekuppelte Luttermüller-Lok von Ohrenstein und Koppel. Spurweite 750 mm, Baujahr 1929. Man hat von diesem Typ nur diese eine Lok gebaut. Es muss gesandet werden.
die Mühle Suedono. Lok von Ohrenstein und Koppel, Spurweite 600 mm, Baujahr 1913. Die Lok pfeift aus dem letzten Loch, von denen sie große und viele in der Rauchkammer hat. Maximaler Dampfdruck 4 Bar. Daher muss sie geschleppt werden. Schönes Schwimmbad im Grand Mega Hotel in Cebu. Am nächsten Morgen wartet der Bus. Wie üblich 6.30 Uhr Abfahrt. Wir fahren mit der kappspurigen Waldbahn von Cebu. Die Zuckermühle Purwodadi. Spurweite 700 mm. Beide Loks von Ohrenstein und Koppel. Lok 10, Baujahr 1910. Lok 15, Baujahr 1921. Wie
zwischen Mühle und Ladeplatz liegt eine Brücke und eine Straßenkreuzung. Diese Dampflok geht ans Zugende und schiebt. Ein kurzer Halt. Die vordere Lok geht vom Zug und lässt den beladenen Zug zur Mühle passieren. Die hintere Lok schiebt jetzt den Zug allein in die Mühle. Schafe auf einem islamischen Friedhof. Die Mühle Pagotan mit regulärem Einsatz von feuerlosem Dampflok. Sie tanken den Dampf von der werkseigenen Erzeugung. Einfacher Lokführerstand. Spurweite 700 mm. Beide Loks von Ohrenstein und Koppel. Lok 7, Baujahr 1925. Lok 8, Baujahr 1923. In der Zuckermühle Semboro gehen die Lkw-Ladungen direkt auf das Förderband zu den Pressen. Es gibt zwei planmäßig eingesetzte feuerlose Dampfloks. Beide von Ohrenstein und Koppel. Baujahre 1928 und 1929. Spurweite 700 mm. Weiter gibt es noch zwei betriebsfähige Dampfloks. Die Nummer 15 als Malé-Lok von Ohrenstein und Koppel, Baujahr 1926. Und die Nummer 29
von Jung, Baujahr 1961. Der Tender ist entgleist. Ein Wagenheber hilft in solchen Fällen. Die Lok fährt mit Tender und Zusatzwassertank. Am nächsten Tag fahren wir mit der Junglok. Transport von Zuckersäcken. Transport von leeren Aschewagen. Olean ist die letzte Zuckermühle, die wir besuchen. Der leere Zug verlässt das Werksgelände. Der Mann auf der Lok muss das Luftkabel vor Beschädigung schützen.
Lok von Ohrenstein und Koppel, Baujahr 1912, Spurweite 700 mm. Die Lok hängt die leeren Wagen ab, die Wasserbüffel bringen sie zu den Erntehelfern. Hier liegen mobile Gleise, die das Gewicht einer Lok nicht tragen können. Die vollen Wagen werden zum Zug gebracht. Das ist eine Waage für LKW. Mein Idealgewicht. Unterwegs in Richtung Westen. Unser Hotel unten links am alten Kraterrand des Tengen. Vulkanmassivs.
Man sieht den qualmenden Bromo, 2330 Meter. Hinten der Semeru, 3676 Meter, der höchste Berg Javas. Rechts die Treppe zum Kraterrand des Bromo.